Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 30. April. Als sie nun aus dem Schiff traten auf das Land, sahen sie Kohlen gelegt und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus: Bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Kommt und haltet das Mahl. Johannes 21, Verse 9 bis 12. Als Kind hörte ich das Märchen von einem Zwerg, der einem armen Köhler ein unscheinbares Kästchen überreicht. Als der Köhler es öffnet, funkeln ihm die herrlichsten Edelsteine entgegen. Ich erinnere mich, wie mich, kleinen Kerl, dies Kästchen interessierte. So eins wollte ich auch haben. Nun, in unserem Textwort habe ich es nicht gefunden. Hier sind die herrlichsten Edelsteine des Evangeliums auf kleinstem Raum beieinander. Seht die Liebe und Geduld des Heilands. Hat der Auferstandene nach seinem Sieg nichts Wichtigeres zu tun, als seinen weggelaufenen Jüngern nachzugehen? Nein, er kennt nichts Wichtigeres. Und seht nur, er dient ihnen. Er hat den hungrigen Fischern schon das Mahl bereitet. So ist es seine Art. Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, sagt er, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Kommt und haltet das Mahl, fordert er sie auf. Er spricht wie ein Hausvater zu den Seinen. Die verlorenen Söhne werden in die Hausgemeinschaft aufgenommen. Wir sind Gottes Hausgenossen, rühmt Paulus. Da sitzen die Jünger, die schuldbeladenen Versager, und die Gnade tröstet ihr Herz und richtet sie auf und tut ihnen so wohl. Und das Erstaunen ist noch in ihnen über den wunderbaren Fischzug. Wunder dürfen wir erleben bei Jesus. Ein lieblicher Morgen am See. Die Sonne ist aufgegangen, ein Bild der Gnadensonne, die Gewissen und Herzen erleuchtet. Herr, bitte schenk, dass die Gnadensonne unsere Seele ganz erleuchtet. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.